Einen wunderschönen guten Morgen an alle Freunde der Wechselkurse des Devisenmarktes und jenen Preisbewegungen, die hier täglich auf uns niederschmettern. Wir wollen heute wieder zum Wochenabschluss uns dem Goldpreis widmen und vorab einer Rohstoffwährung, die gar nicht mal so fern des Goldpreises ist, nämlich hier dem Aussie, dem Australdollar gegenüber dem US-Dollar. Mit dem wollen wir gleich mal anfangen, denn der scheint hier seit Ende September ja buchstäblich außer Rand und Band. Der schießt hier förmlich empor und hat jetzt auch die aktuelle Handelswoche mit einer sehr starken Performance bislang gesegnet. Man darf natürlich gespannt sein, wie die Woche endet, aber viel nach unten dürfte jetzt wohl nicht mehr kommen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr bullische Wochenkerze im Chart. Das schauen wir uns jetzt direkt mal hier genauer an. Und zwar war unlängst ja hier ein neues Mehrjahrestief zu sehen, der Aussie ja generell mit schwerer Schlagseite gesegnet und die Frage eben, wie das hier weitergeht. Grundsätzlich hier mehr so ein bärisches Muster, was durchaus auch die Erlösung gehabt haben hätte können, dass es hier weiter nach unten geht. Großes Korrekturziel hier im Bereich 0,62 plus, also fast schon 1000 Pips vom aktuellen Level weg. Das war nicht von ungefähr und wir sehen, dass hier zur Finanzmarktkrise genau dieses Level durchaus ein Anziehungspunkt war. Und ja, die Stärke der jüngsten Schwäche ließ das auch vermuten, dass wir zumindest in diese Richtung tendieren. Die aktuelle Wochenkerze inklusive Ausbruch aus diesem Abwärtstrend seit ja, Mitte 2015 ist jetzt aber hier natürlich ein Zeichen der Stärke und jetzt muss die Situation definitiv neu bewertet werden, denn es scheint, als wäre die Marke 0,70, 0,71 dieses Preislevel auch aus dem Jahr 2008, 2009 hier tatsächlich eine Nachfragezone gewesen und entsprechend der Aussie hier im Zugzwang fast schon nach oben. Gehen wir mal auf Tagesbasis, da wirkt sich das Ganze noch ein Stück weit genauer aus. Wir zoomen uns in den Preisverlauf rein und sehen hier die letzten Tage, insofern eben außer Rand und Band unterwegs, weil der Aussie hier wirklich stark nach oben schnellt. Wir haben hier die Widerstandszone 0,7240 klar definiert, auch als den Vorjahren oder aus den Vorjahren herrührend. Sehr, sehr interessantes Preislevel. Und dieses Preislevel fand eben hier im Juli, August seine Bestätigung. Dann gab es den Ausverkauf, hier den Test mit zwei fast schon Shooting Stars am oder Mitte September, erneuter Rücklauf. Und hier hat sich dann sozusagen ein schöner Boden gebildet. Wer hier den Mut hatte, innerhalb dieses Abwärtstrendkanals einzusteigen, der ist jetzt hier sicherlich schon mit anständigen 200, 250 Pips vorne. Die aktuelle Bewegung, wie gesagt, sehr, sehr stark, wurde auch gestützt durch Konjunkturdaten, positiven Bias aus China und Fernost. Insofern da Aussie hier sehr, sehr stark unterwegs. Heute die Range noch längst nicht ausgeschöpft, aber hier eben mit dem Versuch, sich über der Marke von 0,7240 zu etablieren. Das heißt, die Steilheit der laufenden Bewegung kann sich direkt fortsetzen. Noch ein kleiner Hype nach oben. Bis in den Bereich 0,74 wäre denkbar, dann vielleicht sogar Pullback. Ich zeichne es mal ein, wie hier die Situation durchaus sich gestalten könnte. Dann kleiner Pullback hier an dieses jetzige Ausbruchslevel. Vielleicht gar nicht mal so tief, aber in diese Richtung könnte es gehen, um dann final die Level oder die Zone 0,9590, 0,96 anzustreben. Das wäre hier eine denkbare Variante, wenn der Aussie seinen Auftrieb beibehält. Klar kritisch, das kann man im Tagesschart gut bemessen, wäre hier ein Rückfall. Also hier ein Fake-out und beispielsweise der Rückgang unter das gestrige Tagestief. Das würde das Chartbild schon wieder ein Stück weit eintrüben und hier vielmehr den Bären die Chance eröffnen, gerade im übergeordneten bärischen Kontext hier weiter Druck auszuüben und den Preis entsprechend nach unten zu führen. Der Aussie also hier in einem sehr, sehr interessanten Bild, das sich auch ganz klar hier mit dem Rainbow kurz unterstreichen lässt. Ich hole es mal rüber. Da haben wir unseren Aussie. Hier schauen Sie es an, das ist ja mehr als eine perfekte Aufwärtsstruktur. Der Haken an der Geschichte ist nur, dass der Aussie in der Regel sehr viel Performance schon in der Asia-Session abarbeitet. Das heißt, wenn Sie hier dabei sein wollen, müssen Sie in der Nacht um 2 aufstehen in der Regel, um hier die starken Preismoves mitzunehmen. Gestern hat man am Nachmittag die Chance gehabt, sogar hier einen schönen Trade zu machen bei diesem Währungspaar. Ansonsten hier auch heute wieder in der Asia-Session schon gut gelaufen. Nach oben hin hier knappe 30 Pips noch Range, das ist nicht mehr viel. Und auch wenn wir uns jetzt noch mal ein Stück weit zurückbegeben in den Chart, dann sehen wir, dass hier immer viel, auch in der Asia-Session, 68 Pips zum Beispiel hier, auch hier 38 Pips, also fast 50% der Tagesrange läuft in der Regel in der Asia-Session ab. Das muss man wissen, ist nicht immer so, aber aktuell der Fall. Das heißt, das Paar schießt hier schon in den im außerbörslichen oder besser gesagt außereuropäischen Handel schon stark nach oben. Das gilt es zu berücksichtigen. Aber hier heute ein Stück weit Potenzial haben wir noch, wenn wir es jetzt hier schaffen, das Vormonatshoch nachhaltig zu überwinden. Intraday wären hier Rücksetzer zum Beispiel kaufenswert mit dem spekulativen Hintergrund einer Performance in Richtung 0,7324. Sieht ganz gut aus. Also der Aussie dürfte
rein technisch wohl weiter sich nach oben entfalten. Schauen wir auf den Goldpreis, der sich hier mit dem Aussie und dem Australdollar-Yen, Australdollar-US-Dollar ist hier eine Suppe in Anführungszeichen, aber mit dem zwei Rohstoffpaaren sozusagen hier im Einklang befindet, ist der Goldpreis. Der sieht natürlich nach aktueller Einschätzung, wir gehen direkt mal in den Tag, noch ein Stück weit lethargisch aus. Das heißt, wir haben hier schon Erholungsansätze, aber wir bewegen uns mehr oder weniger hier in einer größeren Range. Sehr schön, dass hier das Level von 1100, 1104 nochmal gehalten hat. Hier mit dieser Kerze vom Montag, beziehungsweise aus der letzten Woche vielmehr. Und das war natürlich ein starker Impuls. Hier gab es ja zunächst einen kleinen Fake-Ausbruch aus diesem Trendkanal, Rücksetzer, aber es wurde nicht das letzte Tief unterschritten. Insofern hier alles vom Bias her in Ordnung. Und auch hier beim Goldpreis deutet sich grundsätzlich jetzt ein Test des Levels von 1165 an. Das heißt, das ist hier nicht ganz so sauber. Das sehen Sie auch schon an den Strukturen wie beim Australdollar. Aber vielleicht hat die Rohstoffwährung ja hier schon ein Stück weit einen positiven Bias für den Goldpreis, um ihn hier mit nach oben zu ziehen. Also nach unten war hier kein Verkaufdruck mehr da. Das sieht man hier sehr schön. Die Kerzen orientieren sich nach oben. Wir haben auch immer sehr starke bullische Kerzenkörper im Vergleich zu den bärischen Kerzenkörpern der letzten Zeit. Das heißt, man sieht, wenn Momentum nach oben, dann auch kräftig und die Konsolidierung in Schwarz sind eher verhalten. Insofern spricht das schon ein Stück weit für weiteres Momentum nach oben. Und hier das Level 1165 wäre eine erste Station. Wenn diese erreicht wird, mögliche Konsolidierung einkalkulieren, um dann die Marke von 1200, 1220 anzusteuern. Goldpreis auf jeden Fall hier auch mit dem Bias möglicherweise weiter nach oben aufzudrehen. Und jetzt will ich noch mal kurz was laden. Wollen mal sehen, ob das noch passt. Im Vorfeld wäre es besser gewesen, und zwar die Saisonalität. Genau, da haben wir sie auch schon. Ich hole kurz den Chart gleich rüber, damit wir noch ein Stück weit da auch eine Erfahrung dahingehend haben, was der Goldpreis jetzt die nächste Zeit so treiben könnte. Wir blicken mal hier in die nächsten 40 Tage. Und da wird hier sehr deutlich mit Blick auf den Goldpreis, dass wir einen durchaus noch volatilen Oktober erleben könnten, der praktisch hier jetzt nicht direkt einen Ausbruch möglich werden lässt, aber der Bias geht von links unten nach rechts oben. Also haben wir hier eine Aufwärtstendenz, speziell der November, ein sehr, sehr starker Monat für den Goldpreis. Und das stützt hier auch soweit die Technik aktuell, also Saisonalität. Da haben wir Rückenwind, wenn auch nicht unmittelbar. Aber es deutet sich hier an, dass der Goldpreis auch weiter rauf will, was hier natürlich den Australdollar stützen dürfte. Schauen wir auch die Saisonalität noch ganz kurz zum Australdollar an. Wenig überraschend, da haben wir sogar hier einen stärkeren Rückenwind direkt jetzt im Oktober schon. Also auch hier saisonal und technisch die Luft nach oben ist im Prinzip gegeben. Insofern all Ihnen ein glückliches Händchen am Markt. Die Stops nicht vergessen, denn das ist das, mit dem Sie sich versichern können, sozusagen vor Überraschungen. Ansonsten viel Erfolg bei allem, was Sie angehen. Wenn Sie mögen, hören wir uns heute Nachmittag zum Webinar nochmal wieder oder aber in der nächsten Woche zum nächsten Radar. Bis dahin, schönes Wochenende vorab. Ihr Christian Kämmerer und tschüss.